Kölner. Sehr gut. Unleid. Selbst mit Moonlight sieht man hier, das ist dann ja als gedacht. Das ist bei meinem nicht schwachen Telefon, so da hinten ist. Hauptgegen die Jüngler. Ziemlich weit weg. Der Jüngler hat eine Stirnlampe. So, jetzt machen wir hier. Ja. Letzte Stufe an. Das ist die S1 Platon Mini. Ja, schauen wir hier. Zu der S1R Platon 2. Ja. Hallo. Das ist schon Power. Mich wundert ist, dass sie nicht so schnell runterregelt, aber egal. So, jetzt aber zum Review-Tisch. Irre. Einfach irre. Mikey. Lukas Junior. Können wir so Scheinwerfer sein, ha? Die Dinger her. Kann ich dir jetzt so genau nicht sagen. Ich habe das Datenblatt nicht bei mir. Stromoskopmodus. So, das ist Standlicht. Das ist die OLED S1, ja. Was ist denn das jetzt hier? Die S1 Mini Baton. Also, Standlicht. S1 Mini Baton. Frau Brehm, mach mal kurz das Fernlicht an. Hardcore, ey. Ja, guck an, die Kleine, was die kann. Jo, ab nach Hause. Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Taschenlampenvideo. Heute ein Double Feature und zwar von Olight die S1 Mini Baton. Ja, die hat
eine maximale Leuchtausbeute von 600 Lumen. Ist aber wirklich äußerst schmal und kompakt. Dann haben wir hier die S1R Baton 2. Die ist schon was größer. Ja. Ja, wie man sieht. Die hier hat den Vorteil, dass die S1R Baton den Vorteil, dass sie hier so eine Achtung, ich zeig's mal. Das ist extrem cool. Das hatte ich bei einer Phoenix schon mal. Achtung. So, pass auf. So, Achtung. Zap. Nochmal. Zap. Und dann lädt die schon. Ich habe jetzt noch, bin jetzt noch im Urlaub hier an der Nordsee. Habe die S30R Baton 3 dabei. Die hat auch diese Ladefunktion. Braucht also nur ein Ladegerät mitnehmen, zack, weil die auch beide lädt. Also im Prinzip habe ich eine immer an der Ladestation, wenn ich die brauche. Da läuft Mikey, der weiß nicht mehr, was er machen soll. Mike, was los, Junge? Ha? Stinker. habe also immer eine Taschenlampe am Mann. Gut, ich habe noch andere Taschenlampen dabei. Stirnlampen, die hängen hier beim Fernseher da vorne. Da wissen wir auch, wo sie sind. Die bin ich sowieso von begeistert. Mikey trappelt, weiß gar nicht mehr wohin mit sich selber. Ihr habt in den Nachtaufnahmen gesehen, dass man die beide brauchen kann. 600 Lumen ist schon geil, also vor allen Dingen für so eine kleine. Das ist eigentlich so im Prinzip das, was man so braucht. Beide haben eine sehr simple Schaltfunktion. Sehen wir es hier. Ist auch schön mit dem Blau. Auch hier schön. Dem Blau. Ja. Bei der hier war das, glaube ich, so, dass hier dieser Ring danach noch ein bisschen phosphoreszierend leuchtete, warum auch immer das so war. Bei der hier sehen wir die LED direkt. Bei der hier haben wir die LED verbaut und da ist noch so eine kleine Kugel drüber, um halt die Leuchtstärke zu erhöhen. Nix Orange Peel. Hier ist auch nichts mit Orange Peel. Ja, also kein Schnick, Schnack, Schnuck. Hier ist auch kein Orange Peel, also bei allen diesen O-Lights keine Orange Peels. Übrigens muss dazu gestehen, die sind mir zur Verfügung gestellt worden von O-Light. So, also das Feature hier finde ich schon mal extrem geil. Ja. Gut, muss man dazu sagen, was ist, wenn mir das kaputt geht? Kriegst du bei O-Light Ersatz. Ja. Darum geht es jetzt aber nicht. Jetzt nehmen wir mal hier die Verpackung, die drehen die um und lesen uns das mal ab, was die zwei Kameraden hier können. Ja? Also die hat einen Turbo-Modus von 1000, hier die S1R Baton 2, ein Turbo von 1000 Lumen, da leuchtet die 1,5 Minuten, bei einem Standard liegen wir bei 37 Minuten. Dann High. Das ist übrigens der Unterschied, ob ich jetzt einen Akku nehme oder eine Doppel-A-Batterie. Ja. Dann habe ich beim Akku habe ich 600 Lumen, leuchte die 1,5 Minuten. Und bei 300 Lumen 45 Minuten. Ne, das ist Akku, das ist Doppel-A. So, also 37 Minuten mit dem Akku und 45 mit Doppel-A. Dann haben wir 60 Lumen bei 3 Stunden 40 Minuten. Dann haben wir 12 Lumen, 20 Stunden und 0,5 Lumen. Die nennen das Moon. Ich glaube, Fahrenheit nennt das Firefly. Mike läuft schon wieder rum. So, dann haben wir hier die kleine, die O-Light S1 Baton Mini. Die hat, haben wir hier eine RC123A Batterie drin. Mal hier bei der hier. Ja, also da ist jetzt ein Akku verbaut. Man kriegt die 123er aber auch so zu kaufen, finde ich aber ziemlich unsinnig. Warum sagte ich eigentlich Doppel-A-Batterie bei der Quatsch mit Soße?
Aber ich schneide das nicht. Nicht, da habe ich keinen Bock drauf. So, hier haben wir die 123A drin. Bei der habe ich die OLED 650 mAh drin mit einem USB-Lademöglichkeit hier dran. Ja. Das heißt, wenn ich zwei Batterien mitnehme, bin unterwegs, kann ich die zum Beispiel mobil aufladen, sag mal im Auto oder wo auch immer. Oder ich nehme eine Powerbank mit. Powerbankmäßig bin ich jetzt im Urlaub sehr gut aufgestellt, und zwar mit der hier von Hammer. Ja. So, gehen wir hier auf die Daten. Dann haben wir hier, also die Angaben sind auf Turbo und High, ja, und eingestellt auf oder berichten auf Akku oder normalen Batterien. Ja, wir sind hier bei 600 Lumen, eine Minute. 330 plus 55 Minuten. Nehme ich nur den High-Modus. Also das heißt, nach einer Minute schaltet der 600 der Turbo ab, geht dann auf den High-Modus und dann haben wir noch 55 Minuten Leuchtdauer. Ansonsten gehen wir nur auf den High-Modus, sind wir bei 60 Minuten. Bei Medium sind wir 60 Lumen, 6 Stunden. Übrigens, das wären dann 2500 Candela, bei High-Modus 60 Minuten und 1360 Candela. 60 Lumen, 6 Stunden, 300 Candela. Low-Modus, 15 Lumen, 30 Stunden, extrem. 30 Lumen, 15 Lumen, ich denke, 15 Lumen ist das, was man früher in den 80ern noch aus einer Vata rausgekriegt hat, aus einer Vata-Taschenlampe. Ja? Und ja, hast du echt, das Ding ist nicht dicker oder größer als ein Daumen. Finde ich perfekt, das ist eigentlich so genau richtig. Moon-Modus 0,5 Lumen, 15 Tage. Stoßfest auf 1,50 Meter. IPX8 Standard, 2 Meter werden das, ich glaube eine halbe Stunde, bin ich mir sicher. Ich habe aber auch schon IPX8 Taschenlampen gehabt, die waren 2 Stunden unter Wasser und da tat sich überhaupt nichts. Preislich kann ich jetzt dazu so nichts sagen, was die sich unterscheiden. Wie gesagt, die Taschenlampen sind mir zur Verfügung gestellt worden. Das beeindruckt oder beeinflusst meine Meinung überhaupt nicht. Ja. Gucken wir mal hier. Der Vergleich. 0,5 Lumen zu der hier auf 0,5 Lumen liegen wir bei 8 Tagen. Warum auf 8 Tage? Ja. Muss an einem anderen Chip in der LED dran liegen. Ja. 0,5 Lumen 15 Tage, 0,5 Lumen 8 Tage. Lumen, also 12 Lumen 20 Stunden, 15 Lumen 30 Stunden. Das heißt, wir haben bei der kleinen hier mehr Leistung und längere Laufzeit. 60 Lumen 6 Stunden bei der kleinen, bei der großen 3 Stunden 40. 35 Meter, hier sind wir auf 40 Meter. Ja, also da ist schon ein Unterschied. Ja, die hat hier bei 15 Lumen eine höhere Laufzeit und hat auch eine größere Reichweite bei 22 Metern, die bei 15. Hier, die hat bei 60 Lumen 6 Stunden und 35 Meter. 60 Lumen, 3 Stunden 40, 40 Meter. Ich bin irritiert. Ich weiß nicht, woher das kommt. Dann haben wir hier 300 Lumen, 100 Meter, 330 Lumen, 74 Meter. Fragt mich nicht, woran das liegt. Ich habe keinen Schimmer. So was bin ich in der Materie mit drin. Der Dennis Fuwa, vielleicht hast du da eine Idee. Ja, ich denke, das liegt an einer anderen LED, die hier verbaut ist. Ja. Ich
frage mich, warum die bei der hier nicht auch noch eine mit Akku, mit USB-Aufladefunktion reingebaut haben. Ist mir jetzt gerade ein Rätsel, weiß ich nicht. Übrigens kamen die direkt verbaut. Nur mit so einem Plastikpinoppel vorne dran, dass also die Batterie keine. Seht ihr es? Wie die hochschaltet? Einfach nur drauf lassen, dann schaltet die von alleine hoch. So. Das. Eins. Eins. Das wäre jetzt Moon. Ja? Man sieht aber auch bei beiden, dass hier die kleine eigentlich eine höhere Lichtleistung mit dem Moon hat als die große. Ich denke mal, das liegt an dieser. An diesem, ja, Bulb, wie auch immer, ist ein bisschen besser streut als bei der hier. Ja. Seht ihr es? Dann schalten wir mal hoch. Moon. Hier ist Low 15, Medium 60, High 330. Ja. Doppelklick, 600 Lumen. Zup. Aus. So, nochmal. Die haben ja auch so eine Memory-Funktion. Macht ihr die an? Bleibt die auf dem, kommt die auf dem zurück, wo ihr die ausgeschaltet habt. Also hier war das Moon 0,5. Dann kommt Low 12 Lumen, Medium 60 Lumen, High 300 Lumen, Doppelklick 1000 Lumen. Ja? Man merkt nur geringfügig den Unterschied zwischen den 600 Lumen und den 1000 Lumen hier. Ja? Also meiner Meinung nach ganz geringfügig. Ja, so. Also im allem finde ich die alle klasse, alle beide. Jeder hat ihre Daseinsberechtigung. Wie es im Portemonnaie aussieht, weiß ich jetzt nicht. Wieso ist der Stroboskopmodus hier eigentlich nicht angegeben. Seht ihr das? Das muss ein verdecktes Feature sein. Da, Stroboskopmodus. Wieso steht denn der hier nicht drauf? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall dreifacher Klick. Nochmal, 1, 2, 3. Und schon habt ihr Strob aus. Aus. 1, 2, 3. Stroboskop mit dabei. Sehen wir mal hier bei der. 1, 2, 3. Supp. Ja, also. Und da stroben sie die drei von der Strobo-Tankstelle. Okay, so, das war mein Review über die S1R Baton. Die S1R Baton 2 und die S1 Baton Mini. So, das war's. Sagt danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, Madiut, schwingt du, tschüss ab und schwingt die Kapp.